Für unsere Mousse au Chocolat benötigen wir 2 Tafeln Schokolade und zwar mit 70% Kakaogehalt, 50 Gramm Butter, 40 Gramm Zucker, 3 Eier, 200 Milliliter Sahne und ein paar frische Erdbeeren. Zunächst trennen Sie die Eier. So, wir haben jetzt die Eier getrennt und jetzt gebe ich das Eiweiß in eine separate Schüssel und dann schlagen wir das auf mit dem Handmixer. Jetzt ist das Eiweiß fertig geschlagen, können Sie das so umdrehen und dann darf nichts mehr rauslaufen. Nun geben Sie die Sahne in eine separate Schüssel und schlagen diese dann auch mit dem Handmixer auf. Nun geben Sie die Butter in einen Topf und die Schokolade ebenfalls und dann schmelzen Sie das Ganze in einem Wasserbad. So, während die Schokolade schmilzt, können Sie hier weitermachen. Dafür bräuchte ich eine Schüssel. Da geben Sie ja den Zucker rein und die Eigelbe und dann schlagen Sie das Ganze schaumig auf. Geben Sie nun das geschmolzene Butter-Schoko-Gemisch dazu und heben das dann unter. Geben Sie nun das Eischnee dazu und dann heben Sie das Ganze vorsichtig unter. Geben Sie nun noch die aufgeschlagene Sahne dazu und dann heben Sie das Ganze auch wieder vorsichtig unter. Geben Sie nun die fertige Mousse au Chocolat-Masse in Schüsseln, Dessertgläser, wie Sie möchten. Und dann stellen Sie die für 2 Stunden kalt. Garnieren Sie zum Schluss mit Erdbeeren.